Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute einen Special Gast für euch. Hallo! Die Debbie ist da! Das ist die liebe Debbie von Debbies Welt. Schaut mal bei ihrem Kanal vorbei. Wir haben uns nämlich heute persönlich kennengelernt und gedacht, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Genau. Heute geht es zwar um einen kleinen Haul, den ich heute für euch abdrehen will, aber ich habe gedacht, ich nehme die Debbie mal mit rein, wenn sie schon mal hier ist. Und wir verstehen uns prima. Ja. Und ja, vielleicht machen wir demnächst nochmal ein Video zusammen, ein ganzes. Tschüss. Ciao. Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das war gerade die liebe Debbie. Ihr YouTube-Kanal heißt Debbies Welt. Wenn ihr sie noch nicht kennt, schaut doch mal bei ihr vorbei. Sie hat noch nicht ganz so viele Abonnenten, aber sie ist eine sehr, sehr nette Person. Wir haben uns über YouTube kennengelernt. Wir wohnen nicht allzu weit auseinander. Und ja, dann haben wir uns halt besucht und dann haben wir gedacht, wir spielen das mal ganz kurz ein, machen wenigstens einen kurzen, knappen Film. Wir haben natürlich die ganze Zeit gequatscht, klar, aber wir haben gedacht, wir schieben das mal ein. Das ist vielleicht witzig, auch für euch, uns beide mal zusammen vor der Kamera zu sehen. Und jetzt geht es um meinen kleinen Kiko-Haul. Ich habe im Zuge der Shopping-Card von der Zeitschrift Glamour meine Shopping-Card mitgenommen und da gab es bei Kiko 20% auf alles und da musste ich zuschlagen. Ich habe mir meine Lieblingsmascara gleich dreimal gekauft. Das ist diese Mascara von Kiko. Sie heißt Luxurious Lashes und ist in dieser weißen Verpackung mit dem goldenen Käppchen drauf. Und ich habe sie dreimal gekauft aus folgendem Grund. Sie kostet normalerweise bei Kiko 7,20 Euro und ich hatte sie mir einmal gekauft. Und dann war ich so begeistert davon und habe sie auch oftmals in Kombination mit anderen Mascaras verwendet, dass ich dachte, ich brauche die unbedingt nochmal. Meine, die ich derzeit verwende, ist jetzt leer gegangen. Und ich habe mir gedacht, kaufst du dir auf jeden Fall noch zwei davon mit den 20%, sparst dir eine Menge. Und dann kam ich in den Laden und sah, dass sie gerade alle Mascaras und überhaupt Wimpernprodukte reduziert hatten. Und zwar hat diese Mascara dann nur noch 3,90 Euro gekostet. Plus die 20%, die ich da noch drauf bekommen habe, habe ich gedacht, also da, der Preis ist unschlagbar. Dann kaufst du sie gleich dreimal. Ja, und das habe ich jetzt getan. Eine habe ich euch ausgepackt, damit ihr sie sehen könnt. Wie gesagt, dreimal gekauft. Ne? Hier sind die drei Verpackungen. Und ich mache sie jetzt noch einmal für euch auf und zeige euch das Bürstchen. Das ist also ein dickes Gummibürstchen, mit dem ich sehr, sehr gut zurechtkomme. Es macht eine schöne Fülle auf den Wimpern. Es gibt gut Farbe ab, es verklebt die Wimpern nicht. Und alleine getragen sieht sie sehr gut aus. Wie gesagt, ich kombiniere sie oftmals mit anderen Mascaras, die ich persönlich dann nicht ganz so gut finde. Wo ich dann halt eben nochmal die Kiko drüber gebe. Und das gibt dann den entsprechenden letzten Schwung, die letzte Farbe. Und ich bin super begeistert von dieser Mascara. Also musste sie mit. Ebenfalls ins Einkaufskörbchen gewandert ist dieses Produkt, auch natürlich von Kiko. Sieht aus wie eine Mascara, ist aber keine. Und zwar ist das das 30 Tage Extensions Night Treatment Booster. Das ist ein Wimpernverlängerungsmittel, ein Serum, was man sich auf die Wimpern aufträgt für die Nacht. Also wenn man das Gesicht gereinigt hat und abgeschminkt ist, trägt man sich das auf. Wie eine Mascara, hat mir die Verkäuferin erklärt. Das sieht so aus, ist also ein Bürstchen mit klarer Flüssigkeit. Und dieser Booster soll dafür sorgen, dass die Wimpern noch länger wachsen, noch dichter wachsen oder wie auch immer. Also was es jetzt genau macht, habe ich noch nicht rausgefunden. Auf jeden Fall wurde es mir empfohlen. Ich habe es auch in anderen YouTube-Videos gesehen. Es soll gut sein und ich möchte es einfach mal testen. Ein Nagellack musste natürlich auch mit. Also die haben ja immer eine Fülle an Nagellacken und Nagellackfarben bei Kiko und die sind, kosten auch nicht viel. Ich glaube 2,90 Euro haben die gekostet und dieser hier auch. Die Farbe ist sehr neutral und sehr schön. Ich trage sie auch gerade auf meinen Nägeln. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe den schon ein paar Tage drauf. Der ist vielleicht nicht mehr ganz so schön, aber so sieht der aus. Der ist halt eben so bräunlich und deckt auch nicht so gut. Man sieht also die Nagelspitze etwas durchschimmern. Er hat so ein perliges Finish, was ich ganz schön finde. Es sieht sehr elegant aus, passt zu allem. Und ich trage halt eben auch gerne so Taubtöne und ich finde auch dazu passt es jetzt wieder sehr, sehr gut. Und ich mache euch den mal auf, damit ihr den von nahem sehen könnt. Der ist also wirklich nicht so ganz deckend. So sieht er aus. Und ich mag halt eben auch gerne diese Pinselchen von Kiko. Die sind ein bisschen breiter, damit kann ich super auftragen. Ich habe den jetzt auch nur in einer Schicht aufgetragen, weil es schnell gehen musste, wie immer bei mir. Und ich denke, in zwei Schichten ist er noch ein bisschen deckender. Und er hält, wie gesagt, jetzt schon den fünften Tag habe ich die heute drauf und bin da eigentlich sehr zufrieden mit. Immer wenn ich meine Hände so angucke, sage ich, ja, das sieht schön aus und ja. Ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Das ist die Nummer 303, bevor ich es vergesse. Bei Kiko haben die leider nur Nummern und keine großartigen Namen, die Produkte. Aber der gefiel mir sehr, sehr gut. Also musste der auch mit für die 20%. Und ein Lippenstift ist es geworden. Und zwar ein Velvet Matte Lipstick. So sieht die Verpackung aus.
Die haben also bei Kiko verschiedene Lippenstifte. Die haben verschiedene Finishes. Und ich habe mich für einen matten entschieden, weil ich mal wieder einen matten haben wollte. Ich bin ja immer auf der Suche, nachdem die bei P2 diese Matt-Lipsticks, Matt-Deluxe-Lipsticks rausgenommen haben, was ich sehr, sehr schade finde. Ich benutze die also immer noch. Habe ich gedacht, guckst du mal bei Kiko. Und ich finde auch die Verpackung sehr, sehr schön. Also für einen Lippenstift, da ist man ja so ein bisschen Verpackungsopfer, also ich zumindest, fand ich die Verpackung sehr schön. Von hinten sieht der so aus, mit Gold abgesetzt. Und das andere ist so Rose Gold oder Rosé Gold. Und das hat mich total angesprochen. Jetzt drückt man den hier oben so raus. So. Und zieht ihn dann raus wie einen normalen Lippenstift. Dann hat man also hier das Käppchen und hier ist der Lippenstift drin. Und so sieht er aus. Ist eine ganz schöne Alltagsfarbe einfach, wie ich finde. Und ich habe den auch im Laden geswatcht und dann durfte ich ihn auftragen mit einem Lippenpinselchen. Und der gefiel mir unheimlich gut und der macht ein schönes Finish. Und ich trage ihn jetzt einfach mal auf meine Lippen auf. Ja, so sieht er auf den Lippen aus. Und das Finish hat mir schon im Laden sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte noch zwei weitere Farben in der Auswahl, aber habe mich dann letztendlich für diese Farbe entschieden. Ich finde, der ist alltagstauglich und durch dieses Matte ist der halt eben auch nicht so auffällig. Das ist die Nummer 612 von Kiko und wie gesagt, Verpackungsopfer, ne? Ich mache das jetzt mal wieder hier rein. Ich muss mich auch an die Verpackung erst noch gewöhnen, aber ich denke, der macht sich auch in der Tasche sehr, sehr schön und der sieht einfach gut aus von außen. Und ja, was drin ist, hat mich auch überzeugt. Deshalb musste der auch mit und ja. Ein Lippenstift ist es also auch noch geworden. So, das war schon mein kleiner Kiko-Haul. Mehr habe ich nicht gekauft. Ich habe euch alle Produkte gezeigt, die ich geshoppt habe mit 20% und da war ich auch ganz happy. Und aber ich wollte dieses Video aus einem ganz anderen Grund abdrehen und wollte den eigentlichen Grund so ein bisschen verstecken in diese Debbie-Geschichte und in diesen kleinen Kiko-Haul, weil eigentlich geht es heute um Folgendes. Ich habe 3456 Abonnenten. Yeah, ich freue mich total darüber. Vielen, vielen Dank dafür. Herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten, die ich noch nicht begrüßt habe auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass euch meine Videos so gut gefallen und ihr sie auch zum Teil regelmäßig anschaut. Ja, und ich freue mich auch immer über regen Austausch natürlich und freue mich über nette Kommentare und ich bin total happy, dass ich diese Zahl erreicht habe und deshalb steht jetzt eine Verlosung an. Und zwar habe ich diese Verlosung nicht so Verlosung genannt, sondern ich wollte sie einfach in ein normales Video von mir verpacken, weil ich weiß, dass meine Abonnenten so ziemlich alles von mir gucken oder viele gucken alles von mir. Andere gucken halt eben die Hauls gerne. Das ist so das, was am besten ankommt. Und ich denke, dass ich damit meine Abonnenten erreiche und keine neuen Abonnenten anlocke, die vielleicht nur wegen der Verlosung mich dann abonnieren. Das wollte ich nicht so gerne. Und deshalb habe ich mir überlegt, steht heute eine Verlosung an. Und welche Produkte ich verlosen möchte, zeige ich euch jetzt. Die ganzen Teilnahmebedingungen schreibe ich euch unten in die Infobox, weil es ist ganz wichtig, ich möchte wirklich an meine Abonnenten verlosen. Es müssen auch ein paar Dinge beachtet werden, selbstverständlich bei so einer Verlosung. Ich versende nur innerhalb von Deutschland und ihr müsst 18 sein, um mitmachen zu können. Wenn ihr noch nicht 18 seid und werdet letztendlich aus dem Lostopf gezogen, weil es wird nur einen Gewinner geben, leider. Aber ich habe mir gedacht, ich mache ein großes Paket, da können sich alle drauf freuen und einer wird es halt eben werden. Dann bräuchte ich die Einverständniserklärung eurer Eltern, wenn ihr gewonnen habt. Also wenn ich euch wirklich aus dem Lostopf ziehe und ihr habt gewonnen und ihr seid noch nicht 18, bräuchte ich das Einverständnis eurer Eltern, dass ich euch dieses zuschicken darf, beziehungsweise dass ich eure Daten, eure persönlichen Daten, eure Adresse erfahren darf, um es euch zukommen zu lassen. Das würde ich natürlich gerne machen, aber ich möchte halt eben auch rechtlich dann alles richtig machen. Ja, lest euch die Teilnahmebedingungen bitte unten durch. Ich hatte mir auch überlegt, was könnte ich machen, also welche Art von Kommentar sollt ihr mir hier drunter setzen und da sind mir viele Ideen gekommen. Ich fand die Idee von der lieben Sandra, Make-up is my passion 85, bei ihrer Verlosung, schaut da mal rein, die macht nämlich auch eine Verlosung, total geil, fand ich sehr, sehr schön, weil sie hat ihre Abonnenten dann gefragt, schreibt mir doch was Persönliches. Sie hat also 3 oder 4 Fragen gestellt, die man nur wissen kann, wenn man schon mehrere Videos von ihr gesehen hat. Wie heißt mein Hund? Was ist meine Lieblingsfarbe? Und solche Dinge fand ich eine sehr, sehr schöne Idee und ich wollte es eigentlich auch machen, aber dann habe ich mir überlegt, ich möchte auch was davon haben. Also ich möchte gerne eure Kommentare lesen und weil ich so, so gerne Zitate mag, der ein oder andere von euch wird es vielleicht wissen, ich habe das mal in einem Vlog erwähnt, da habe ich meine alten Bücher gezeigt, die ich früher gesammelt habe, da habe ich immer von Hand in meine Bücher meine Zitate geschrieben, die ich gern mochte und weil ich so gerne Zitate mag, möchte ich eigentlich von euch, wenn ihr euch die Mühe macht und an dieser Verlosung teilnehmen möchtet, würde ich mir wünschen, dass ihr mir kurz reinschreibt, ja, ich möchte gewinnen, also dass ich auch wirklich weiß, ihr wollt gewinnen und dann schreibt ihr mir ein schönes Zitat, euer Lieblingszitat.
Lieblingszitat darunter oder euren Lieblingsspruch oder euren Lieblingssatz. Also es muss jetzt nichts Hochgestochenes sein, irgendwie aus der Geschichte oder so. Es gibt ja auch moderne Zitate, die vielleicht witzig sind, die tiefgründig sind oder die einfach wahr sind, klug sind. Also irgendetwas, weil ich möchte gerne Spaß haben, diese Kommentare zu lesen und möchte weiterhin meine Zitate sammeln. Und bestimmt ist da der ein oder andere bei, den ich dann noch nicht kenne, der mir auch gut gefällt und den ich wieder in mein Büchlein schreiben kann. Das würde mich total freuen. Wenn ihr sagt, ich weiß kein Zitat, Herrgott, ihr könnt trotzdem teilnehmen. Dann schreibt einfach nur, ja, ich möchte gewinnen, mir fällt leider im Moment kein Zitat ein. Meine Güte, also das, so streng will ich dann auch nicht sein. Es ist einfach nur so ein Zurückgeben, vielleicht dann an euch, dass ich euch das verlosen möchte und es wäre halt nett, wenn dem einen oder anderen ein Zitat einfallen würde. Ja, dann kommen wir zu den schönen Sachen, die ihr gewinnen könnt. Ich habe mir überlegt, ich mache jetzt nicht irgendwas, ein Teil oder so, wo alle heiß drauf sind oder was gehypt ist. Ich möchte etwas von mir geben und deswegen sind es auch nur Teile geworden, die ich in meinen Videos bereits schon mal gezeigt habe, die ich für gut befinde, die ich selber auch besitze. Ich habe sie in den letzten, ich muss gestehen, Monaten eigentlich immer mal doppelt gekauft, weil ich gedacht habe, das kaufst du jetzt zweimal für, wenn du irgendwann mal eine Verlosung machst. Und dann habe ich mir überlegt, auf welche Zahl warte ich denn? 3333 oder die glatte 3000 oder 3500? Nein! Ich habe mich für diese Zahl entschieden. Ist doch auch nicht verkehrt, oder? Ist doch auch eine schöne Zahl. Und genauso gut wie jede andere, finde ich. Und jetzt zeige ich euch aber endlich, was ich verlose. Ich habe hier schon ein Kästchen fertig gemacht. Das lege ich mir jetzt auf den Schoß. Und dann machen wir es kurz und bündig. Aber ihr sollt jedes Produkt einmal sehen, was ihr gewinnen könnt, damit ihr auch wisst, was euch erwartet. Ich habe meinen Lieblings-Lacura-Augenbrauenstift von Aldi doppelt gekauft. Und zwar ist das die Farbe Brünett. Den benutze ich im Moment im Alltag jeden Tag für meine Augenbrauen. Ich finde diese Farbe perfekt. Und den gab es jetzt bei uns, bei Aldi Süd, nur bei einer besonderen, bei einem besonderen Sortiment oder bei einer besonderen Vorstellung. Da konnte man den kaufen. Deswegen habe ich ihn gleich zweimal gekauft. Ich habe mittlerweile gehört, den gibt es in manchen Aldis auch immer im Sortiment. Bei uns jetzt leider nicht. Aber ich habe mir gedacht, ist schon mal eine gute Sache. Kommt ins Verlosungstöpfchen. Dann lege ich euch eine Shiseido Bioperformance Super Exfoliating Disc bei. Im letzten Duty-Free-Besuch habe ich die Miss Manga im Doppelpack gekauft in einem Set. Und die zweite, die nicht geöffnete, die originale, die frisch verpackte, ist für euch und kommt in den ins Loskörbchen. Nicht in den Lostopf, ins Loskörbchen. Einen Ebelin Blendepinsel lege ich auch dazu. Eine Labello Lip Butter Vanille und Macadamia. Einmal meine Lieblingsreinigungstücher von Synergen, also Synergen von Rossmann. Mein L'Oreal Hydraactive 3 Micellentechnologie Reinigungsfluid, was ich so liebe. Das Balea Softöl Balsam, eine Bodylotion, die unheimlich gut duftet, wo der Duft sehr, sehr lange hält und die ich abgöttisch liebe und die ich immer wieder nachkaufen werde. Dann habe ich aus der Ice Ice Baby LE von Essence diesen kleinen Kabelbinder dazu gelegt. Ich liebe den. Ich habe den im Auto und er hält mein Handykabel zusammen. Meine Neuentdeckung von Essence, das All About Matte Oil Control Make-up Base, die euch matt hält, die ich neu entdeckt habe, die ich großartig finde und die musste auch noch mit rein. Dann habe ich damals die P2 Colorstar Lip Cream in der Farbe Ingrid Bergmann gleich zweimal gekauft und habe gedacht, die muss ich euch auch mit rein tun, weil ja, die hat so die Runde gemacht, so viele haben sie nachgekauft. Leider gibt es sie nicht mehr im Sortiment, aber hier habt ihr ein original verpacktes Original. Ja, und ja. Die ist auch für euch. Nicht beim jetzigen Kiko-Besuch, sondern schon vor Monaten beim Kiko-Besuch habe ich diesen Pinsel, den ich ganz toll finde, auch gleich mal doppelt gekauft. Der ist aus einer LE, aus der Dark Heroine LE und ich liebe den. Der hat zwei Seiten, damit könnt ihr Rouge auftragen, hiermit konturiere ich sehr gerne. Den gibt es auch nicht mehr zu kaufen, ist also eigentlich eine Rarität, etwas Besonderes und ich liebe diesen Pinsel und habe gedacht, kauf ihn direkt nochmal für deine Abonnenten und schmeiß ihn in die Verlosung und da wird sich mit Sicherheit jeder drüber freuen. Noch ein LE-Produkt, P2 Beauty Rebel LE. Das ist dieses Schätzchen hier. Das ist oben ein Lidschatten, ein heller Lidschatten, Champagnerfarben und unten drunter ein Highlighter in Cremeform. Ich habe den selber auch und liebe den sehr. Ich fand den jetzt auch im Urlaub ganz, ganz toll, den sich hier einfach hier oben drauf zu setzen als Highlight. Das soll ein Dupe sein zu einem MAC Mineralized Skin Finish. Ich weiß nicht, welche Farbe, es tut mir leid, aber es soll auf jeden Fall ein Dupe sein. Und das kann ich mir gut vorstellen, weil es ist wirklich eine ganz tolle Farbe. Ein schöner Highlighter und gleichzeitig halt eben ein schöner Lidschatten noch zum Highlighten dazu. Das packe ich auch mit rein, habe ich auch damals doppelt gekauft.
Dann einer meiner Lieblingslidschatten von Rossmann, Rival de Loup Young Baked Eyeshadow. Das ist ein schönes Braun. Die Farbe heißt 02 Cream Cake und den habe ich auch schon gezeigt in einem Tutorial und den verwende ich immer wieder. Es gibt noch zwei weitere Farben davon, in Lila und in Rosa, aber ich fand den Braun jetzt einfach, universeller. Einfach. Und den liebe ich sehr. Der hat eine tolle Farbabgabe, der hat eine schöne Farbe und der kommt auch noch mit rein. Ein Bronzer von Catrice, den ich sehr schätze, das ist der Sunglow Matte Bronzing Powder. Ich habe das in der dunkelsten Nuance. Ich habe mich jetzt aber hier für die Verlosung für die Medium Bronze Variante entschieden, weil ich denke, das passt einfach mehr Hauttönen. Das ist also ein etwas hellerer Ton. Ich swatch den jetzt nicht, weil er soll unangetastet bleiben für euch. Ich wollte euch nur zeigen, dass der auch mit reinkommt in die Verlosung. Einer meiner Lieblings-Lipliner von Rival de Loup in der Farbe Nude. Auch ein sehr passender Lipliner, passt so ziemlich zu allen Farben und ich benutze den sehr, sehr gerne. Der war auch in meinen Top 5 unter 5 Euro. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, schaut mal rein. Und auch meine neue Liebe darf nicht fehlen. Ein Manhattan Lip Gloss Sweet and Tasty. Das ist der, der so besonders gut riecht und so besonders schön ist auf den Lippen und den ich immer so wegschleckere. Und ich habe ihn genau in der Farbnuance gekauft, wie ich ihn bekommen habe, wie ich ihn geschenkt bekommen habe und die ich immer noch also mit am schönsten finde. Das ist Hawaiian Blueberry und der soll auch bei euch landen. Also der ist auch für euch gedacht zum Testen. Falls ihr ihn schon habt, werdet ihr nicht Nein sagen, noch einen weiteren zu besitzen, denke ich mal. Und ja, der musste auch unbedingt da rein. Und dann habe ich noch was Besonderes. Auch nicht bei diesem Kiko Haul gekauft, sondern auch schon länger her. Das ist ein Lidschatten, eine Lidschattenpalette. Die heißt Color Impact und ich zeige euch jetzt die Farben. Erstmal finde ich die Verpackung wieder traumhaft schön. Die ist so ein bisschen wie Glas und die Farben sind Lounge Warm Tones, also warme Töne. Und ich fand diese Palette besonders schön, weil die einen Spiegel hier oben drin hat. Und sie hat drei matte Farben und drei schimmernde Farben enthalten. Sehr, sehr schöne Farben, wie ich finde, die ich jetzt auch nicht swatche, weil es unangetastet bleiben soll. Das hier ist ein mattes Dunkelbraun, ein schimmerndes Taubbraun hier unten. Das hier ist ein matter Pflaumenton, sehr, sehr schön. Und ein matter, heller Highlighterton, so ein bisschen Elfenbein, würde ich sagen. Also nicht ganz weiß, sondern so ein bisschen geht mehr so in die Hauttonfarbe. Hier haben wir noch einen Champagner-Taub-Glitzerton, also der ist auch schimmrig und hier oben einen Goldton, den man auch super verarbeiten kann und ich liebe diese Palette, ich finde die sehr, sehr schön und ja, manche von euch kommen ja nicht so gut ran an Kiko und dann habe ich gedacht, so eine kleine Palette von Kiko kann nicht schaden, freut sich auch jeder drüber und dann den Blendepinsel von Eveline dazu zum Verteilen und alles ist gut. Ja, diese Produkte könnt ihr bei mir gewinnen, wie gesagt. Ich würde mich über ein Zitat freuen, es ist aber keine Pflicht und es ist auch keine Pflicht, hier einen Daumen hoch zu geben oder sonstiges. Ich möchte einfach, dass meine Abonnenten hier an der Verlosung teilnehmen können und es wird, wie gesagt, einen Gewinner geben. Teilnahmebedingungen weise ich jetzt nochmal extra darauf hin, unten in der Infobox. Ich wünsche euch allen viel Glück. Ich weiß jetzt schon, mir blutet das Herz, dass es nur einen Gewinner gibt und ich weiß jetzt schon, dass ich total aufgeregt sein werde, wenn ich den Gewinner ziehe. Die Verlosung läuft bis zum 4. Mai. 23:59 Uhr, dann mache ich den Cut und die Auslosung wird dann halt danach in den Tagen stattfinden und dann wird auch ein Video kommen, wer gewonnen hat, dann mache ich ein kurzes Video draus, verkünde einfach nur den Gewinner und wie gesagt, ich wünsche euch allen viel, viel Glück, macht alle zahlreich mit und ich würde mich total freuen, wenn ich viele Zitate zu lesen bekomme und ich spiele euch jetzt nochmal ein Bild ein mit den Artikeln, die ihr gewinnen könnt, damit ihr das alles nochmal auf einmal seht, was alles sich darin befindet und dass ihr euch darauf freuen könnt. Euch allen viel Glück und vielen Dank fürs Zuschauen. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen wieder hier zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Das ist mein Kanal. Das ist mein Kanal. Du spinnst wohl weg hier. Nein, das ist mein Kanal. Das sieht man doch. Das ist doch eine Frechheit. Wie findest du meinen Lippenstift? Das sieht sehr schön aus. Den hast du mir ja empfohlen. Ja, steht dir sehr gut. Cream in your coffee. Den habe ich dir nachgekauft. Ja. Aber du hast auch einen schönen drauf. Der ist von Manhattan. Aber jetzt fragt mich nicht gerade, wie der Name ist. Das kannst du nicht? Nein, weiß ich nicht. Ich habe mir das hier gekauft. Das wollte ich mir auch kaufen. Das habe ich bei der Belle Allure gesehen. Genau. Belle Allure, sei gegrüßt. Wir haben es dir nachgekauft. Also ich habe es dir nachgekauft. Das will ich mir auch noch kaufen. Und wir testen das jetzt live vor der Kamera. Muss man das schütteln? Ohne Alkohol, ohne Parfüm. Los geht's. Oh. Doch, sehr du schön. Du auch? Ja, so, okay, die Brille abnehmen. Ja, komm, mach drauf. Doch. Doch. Für den Sommer ist das die Empfehlung des Jahres, glaube ich. Ja, sehr schön. Doch, sehr schön.
das alle hätte hören können. Verdammt. Ach, die Wimpern wachsen um 169% und der Durchmesser um 13%? Erstmal alles wieder eintupfen hier, alles vom Tisch gleich. Oh. Tschüss. Ciao.